Sie heißen Annika Fissler, geboren am 20. Mai 1995 in Straubing. Sie wohnen in Straubing. Was soll denn das überhaupt? Alles in Ordnung? Brauchen Sie ein Taschentuch oder was? Nee, nee, schon okay. Also, ledig Schülerin. Am 7. Dezember 2011 gegen 17 Uhr schlich sich die Angeklagte im Hof des Erziehungsheims Mühlinger in Straubing zu den dortigen Hundezwingern, in denen gerade der... Entschuldigen Sie, Annika, Sie wissen schon, dass ich Ihnen hier gerade die Anklageschrift vorlese, oder? Und dass Sie ja nicht im Nagelstudio sitzen, sondern vor Gericht, das werden Sie ja wohl auch schon mitbekommen Entschuldigung, haben. Sie lackieren sich doch nicht ernsthaft unterm Tisch hier Ihre Fingernägel, oder was? Da ist was abgeblättert. Ich mag das nicht, sieht furchtbar aus, so kann ich nicht rumsitzen. Also jetzt passen Sie mal auf, Annika. Ich weiß, Sie haben schwere Zeiten hinter sich. Ihr Vater ist erst vor wenigen Monaten gestorben, Ihre Mutter haben Sie nie kennengelernt. Aber trotzdem ist es hier eine Gerichtsverhandlung, kein Nagelstudio, und Sie müssen sich hier benehmen. Und Fingernägel lackieren gehört ganz bestimmt nicht dazu. Und was ist mit meiner verpassten Kohle? Das vergessen Sie hier nämlich gerade aufzuzählen, wenn Sie schon mit all meinen Problemen auspacken. Das ist im Moment nämlich gerade mein größtes Problem. 400.000 Euro, die sind einfach weg, der Kerl hat alles verprasst. Ich kann nachvollziehen, wie es Ihnen gehen muss, ja? Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie Ihren ganzen Kummer überspielen wollen mit so einer blöden Attitüde, dass Sie einen Schutzwall aufbauen um sich herum. Und ja, Sie haben recht, die Geschichte mit den 400.000 Euro, das ist kein Pappenstiel und eine Riesensauerei zugleich. Aber Ihnen sollte klar sein, dass es heute um ganz, ganz viel geht, um Ihre eigene Zukunft. Okay, ich versuche mich zusammenzureißen. Ja, gut, dann versuche ich es jetzt nochmal, ja? Am 7. Dezember 2011 gegen 17 Uhr schlich sich die Angeklagte im Hof des Erziehungsheims Mühlinger in Straubing zu den dortigen Hundezwingern, in denen gerade der Erzieher Ralf Will sauber machte. Aus Rache dafür, dass der Mann ihr Erbe von 400.000 Euro veruntreut hatte, versetzte sie ihm von hinten mit einem Spaten einen Schlag gegen den Kopf. Ralf Will erlitt ein Schädelhirntrauma zweiten Grades und stürzte bewusstlos zu Boden. Mit Klebeband verklebte sie ihm Augen und Mund und fesselte seine Arme damit an die Gitterstäbe. Dann begann sie, ihm mit einem Küchenmesser das Wort Arsch in die Stirn zu ritzen. Obwohl der Mann davon aufwachte und sich vor Schmerzen krümmte, machte sie weiter, bis alle Buchstaben zwischen 1 und 2 mm tief in die Haut eingeritzt waren. Wie von der Angeklagten beabsichtigt, werden die dadurch entstandenen Narben teilweise für immer bleiben. Ralf Will wurde erst eine Stunde später zufällig gefunden und befreit. Die Angeklagte wird somit der beabsichtigten schweren Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Also Annika, soweit die Anklage, wollen Sie sich dazu äußern? Gerne. Ich finde, dass Ralf Will genau das Wort Arsch auf seiner Stirn verdient hat. Er ist einer und das soll auch ruhig gleich jeder sehen können. Geben Sie denn zu, dass Sie ihm das Wort auf die Stirn geritzt haben? Nein. Als das Ganze passiert ist, war ich ja bei meinem Freund. Aber ich finde, der es gemacht hat, hat echt eine Medaille verdient. Ja. Also, weder hat der Täter dafür Anerkennung verdient, noch hat das Opfer diese Behandlung verdient. Ja. 400.000 Euro hat der Kerl verprasst. Meine 400.000 Euro, das Geld von meinem Papa. Und natürlich ist der Herr Wild zivilrechtlich dafür verantwortlich, ja, Ihnen das zurückzuzahlen. Ja, und woher nimmt er das Geld? Der verdient doch nichts bei uns im Heim. Da haben Sie wohl nicht ganz unrecht. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Sie die ganzen 400.000 Euro wieder zurückbekommen von ihm. Ja? Ja. Aber vielleicht ist es ein kleiner Trost für Sie, dass der Herr Will dafür auf jeden Fall strafrechtlich belangt wird. Und nicht zu knapp. Und davon habe ich gar nichts. Und genau deswegen haben Sie auch die Tat begangen. Aus Rache. Nein, habe ich nicht. Ich war ja immerhin nicht die Einzige, die stinkwütend auf den Kerl war. Da waren andere noch ziemlich sauer auf den. Wer denn? Seine Ex zum Beispiel. So eine Tussi, die voll angepisst war, weil Ralf ihr den reichen Checker nur vorgespielt hat. Birte! Birte, was ist los? Warum gehst du nicht an dein Telefon und warum rufst du nicht zurück? Wir waren doch so glücklich die letzten Monate. Pass mal auf, seitdem du dein ganzes Geld verprasst hast, ja, will ich definitiv nichts mehr von dir wissen. Was denkst du eigentlich? Ja, aber was soll denn das? Unsere ganzen schönen Urlaube, die wir gehabt haben und so. Und auf den Bahamas, da wolltest du mich sogar heiraten. Ich dachte auch, du würdest mir jeden Wunsch erfüllen. Hast du aber nicht. Oder? Warst du nur wegen dem Geld mit mir zusammen? Was glaubst du denn, dass ich dich wegen deinem Fett wollte oder was? Pass mal auf, wärst du nicht damals mit deinem Siegelring, mit deinen teuren Klamotten, mit deinem Porsche bei mir aufgetaucht, ja? Hätte ich niemals mit so einem gesprochen. Ich verstehe das alles nicht. Nee. Pass mal auf, ich will einen reichen Mann. Einer, der mir alles bietet, ja? Einer, der mir alles kauft. Ich meine, ich weiß ja wohl, was ich wert bin. Ach, und geh du mal lieber hier zu deinen Assi-Kids. Ja,
Sie war total sauer. Sie hat für ihn sogar ihren Ex verlassen, der weitaus mehr Kohle auf dem Konto hatte als Ralf. Als sie dann rausgefunden hat, dass er in echt voll pleite ist, war die stinksauer. So ist es. Und neben ihr hat noch eine andere Heimbewohnerin ein gewaltiges Motiv, Frau Staatsanwältin. Genau. Die Line nämlich. So ein kleines, verfilztes, dreckiges Mädchen, das ständig klaut. Die ist stinksauer auf ihren Erzieher Ralf Will. Und ich sage Ihnen warum. Die hatte sich nämlich Hoffnungen gemacht, von einer Pflegemutter angenommen zu werden, die ehrenamtlich in diesem Heim arbeitet. Ja, und was macht dieser tolle Ralf Will? Der hat nichts Besseres zu tun, als in einem Gespräch, das die Line mitbekommen hat, dieser Pflegemutter abzuraten von der Line, weil sie ständig klaut und schwer erziehbar ist. Ja, aber mit einer solchen Tat hätte sich Line doch ihr ganzes Leben verbaut. Darüber wird sie sich im ersten Moment ihrer Verzweiflung sicherlich keine Gedanken gemacht haben. Der, wer die Line kennt, der weiß, dass sie hochemotional ist. Und wenn sie wütend ist, man ihr besser aus dem Weg geht. Ich meine, sie ist seit vielen Jahren jetzt in diesem Heim. Ja, wird ständig abgewiesen von den Pflegeeltern, weil sie schwer erziehbar ist und ständig klaut. Ja und? Was hat das alles damit zu tun? Wir haben die Haarspange der Angeklagten im Hundezwinger gefunden. Wir haben ihre Fingerabdrücke sowohl auf dem Spaten, mit dem Ralf Will niedergeschlagen wurde, gefunden, als auch auf dem Messer, mit dem ihm dieses Wort in die Stirn geritzt wurde. Das sind schon ein bisschen viele Zufälle, finden Sie nicht? Soll es hergeben, oder? Klar, das Messer habe ich irgendwann mal angefasst, welch ein Wunder. Und den Spaten hatte ich auch irgendwann mal zwischen den Fingern, als ich irgendwas im Garten machen sollte. Und meine Haarspange hat Line aus meinem Zimmer geklaut und bei den Hunden deponiert, um mir heute den Kack hier in die Schuhe zu schieben. Basta. Darf ich mich jetzt zu meinem Verteidiger setzen? Wenn dieses Basta bedeuten soll, dass Sie weitere Fragen nicht beantworten wollen? Hab eh keine mehr, danke. Im Moment nicht. Ja, dann setze ich zu Ihrem Herrn Verteidiger. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Ralf Will, bitte. Guten Tag, Herr Will. Nehmen Sie mal bitte vorn Platz. So, zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Nachdem gegen Sie gerade ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue läuft, müssen Sie alle Fragen, die diesen Komplex betreffen, überhaupt nicht beantworten. Ja, oder auch sonst Fragen nicht beantworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Ralf Will. Es muss heißen Arsch Ralf Will. Ich meine, dass ich mich eigentlich klar ausgedrückt habe vorher. Ich will keine Beleidigung hören, sonst gibt es ein Ordnungsgeld. Herr Vorsitzender, ich bitte aber trotzdem, dass wir diesen Ausdruck hier protokollieren lassen. Ja? Weil er zeigt nämlich ganz deutlich die Einstellung der Angeklagten gegenüber dem Zeugen und ihre Wortwahl Arsch für ihn. Gut, nehmen wir das zum Protokoll. Schreiben Sie bitte auf. Die Angeklagte sagte zum Zeugen, Anführungszeichen, Arsch Ralf Will. So. Ihr Personal weiterhin sind 35 Jahre alt, Sie wohnen in Straubing. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Erzieher in einem Jugend- und Waisenheim, in dem auch Annika wohnt. Und zurzeit bin ich beurlaubt aufgrund meines offenen Verfahrens. Ja, hoffentlich verknacken Sie dich ordentlich. Und mein Geld will ich auch wiedersehen. Annika, was soll das? Du kriegst das Geld ja von mir wieder, aber die 400.000 Euro, das ist nicht wenig. Ja, das hättest du dir überlegen können, bevor du es ausgegeben hast. Also, Sie haben fremdes Geld ausgegeben. Sie wissen, dass das nicht in Ordnung war. Natürlich sind Sie dazu verpflichtet, das zurückzubezahlen, auch wenn es 30 Jahre dauert. Ja? Und auch wenn das einen Großteil Ihres Einkommens auffrisst. Ihr Problem, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja? Hätten Sie früher überlegen müssen. Wir waren immer noch beim Personalen verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Also, dann möchte ich direkt mal zu dem Anschlag auf Sie kommen. Schildern Sie mal. Hm? Ja, wie ist also, das abgelaufen? Ich bin nachmittags um 4:30 ins Heim gekommen. Bin ins Büro, habe erstmal meine Post erledigt und ja, dann musste ich in den Hundezwinger runter, um das sauber zu machen, weil das ist normalerweise die Aufgabe der Kids. Die sollen dadurch Verantwortung anderen Personen gegenüber übernehmen, aber an dem Tag war Annika dran und ja, so gegen 17 Uhr bin ich dann runter zu den Hunden, habe sie ins Freigehege gelassen und wollte dann anfangen, den Zwinger sauber zu machen und habe dann halt einen starken Schlag auf den Hinterkopf gekriegt und ja, seitdem... An was können Sie sich denn dann wieder erinnern? Ja, das Erste, an was ich mich erinnern kann, waren die massiven Schmerzen, die ich hatte im Gesicht und am Kopf. Und dass die Annika auf meiner Brust kniete und mit dem Messer auf meiner Stirn rumritzte, was fürchterlich wehgetan hat. Aber Sie haben nicht gesehen, wer es war, oder? Nein, mir waren die Augen zugeklebt. Ja, und wie kommen Sie dann ausgerechnet darauf, dass meine Mandantin Ihnen das Wort Arsch auf die Stirn geschrieben haben soll? Das liegt doch auf der Hand nach dem, was alles passiert ist und was ich mit dem Erbe gemacht habe. Brauchst dich auch nicht wundern. Also, ich fasse zusammen. Sie haben also nicht gesehen, wer es war. Ja? Haben Sie sonst irgendwie meine Mandantin erkannt? Haben Sie sie gespürt? Haben Sie irgendeinen Geruch wahrgenommen? Oder hat sie mit Ihnen gesprochen, sodass Sie die Sprache wiedererkannt haben? Nein, überhaupt nichts. Das war ja das Schlimme. Derjenige hat kein Wort gesagt, er hat mit mir nicht gesprochen, hat auch sonst nichts gesagt. Und ich wusste gar nicht, was noch alles passiert. Ob mir jetzt das Ohr abgeschnitten wird oder
die Augen ausgestochen oder ob ich sogar umgebracht werde. Also, Herr Kollege, bitteschön. Ja. Die Angeklagte hat es ja dann, während Sie ohnmächtig waren, komplett mit Tapehand umwickelt und dann an die Gitterstäbe gefesselt, richtig? Ja, genau. Und ich, das war absolut schlimm. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht mal wegkroppen irgendwo. Ich war völlig gefesselt und nur durch die Nase. Das war das Einzige, wo nichts war. Da habe ich noch Luft gekriegt und dass ich atmen konnte. Um Hilfe schreien konnte ich auch nicht. Man hat ja nichts gehört. Und die, jedes Mal, wenn ich versucht habe, den Kopf zur Seite zu drehen, sind die Schmerzen noch schlimmer geworden, weil ja, Annika mit dem Messer auf meine Stirn rumgeritzt hat und ja, ganz immer ehrlich, abgerutscht irgendwie ist. Komischerweise, ich weiß nicht, liegt es an mir, höre ich hier immer meinen Namen. Ich habe mit dem Ganzen aber überhaupt nichts am Hut. Hast du es immer noch nicht kapiert? Bitte jetzt. Sie sind dann erst eine Stunde später von einem Putzmann gefunden und befreit worden. Der hat dann auch Notarzt und die Polizei informiert. Ja, genau, das war mein großes Glück. Das waren die schlimmsten 60 Minuten in meinem Leben. Ich wusste ja nicht, was noch passiert und ob der Täter noch mal zurückkommt. Also aus dem medizinischen Gutachten geht hervor, dass Ihnen diese einzelnen Buchstaben hineingeritzt wurden in der Tiefe 1 bis 2 Millimeter. Die dadurch entstandenen Narben, die sind mit Laser behandelt worden. Teilweise werden sie vollständig wieder verschwinden, aber bei ca. 60% der Narben gingen die Verletzungen so tief und die Wundheilung verlief nicht optimal, sodass davon ausgegangen werden muss, dass die Narben dauerhaft bleiben werden. Das kann ich dir nicht mehr verzeihen. Nochmal, ich war das nicht. Du hast mein ganzes Leben versaut. Du hast alle 400.000 Euro einfach so auf den Kopf gehauen. Für nichts. Und ich sehe von dem ganzen Geld nie wieder irgendwas. Das war für eine Investition in die Zukunft gedacht. Für mein Studium, für mein erstes Auto, für meinen Führerschein. Du hast mir keinen Cent gelassen. Ach, Annika, stell dich nicht so an. Andere Leute studieren auch, arbeiten nebenher, finanzieren sich davon ihrem Studium. Und du bist einfach nur zu sehr verwöhnt. Das ist alles. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Das ist ja wohl eine bodenlose Unverschämte, was Sie hier von sich lassen. Sie sich sowas auch sagen trauen. Entschuldigung, aber das ist ja wohl unverschämt. Verteidiger. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich einen Verteidiger hier anbrüllen muss. Ja, also ja? Da gehen bei mir einfach die Sicherungen aus, muss ich sagen. Das Gefühl habe ich leider auch, dass da die Sicherungen durchgehen. Ich finde es auch eine Frechheit, ja? Dass Sie jetzt noch versuchen, den Spieß umzudrehen und zu sagen und ihr vorzuwerfen, dass sie Geld geerbt hat, dass Sie veruntreut haben. Und trotzdem erwarte ich, dass Sie sich auch benehmen hier, Herr Verteidiger. Das ist mir schon klar und es tut mir auch unheimlich leid und mir ist die ganze Sache auch peinlich. Ja, lassen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht schildern Sie mal, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie das Erbe der Angeklagten da verwaltet haben. Also Ihr Vater und mein Vater waren jahrelange Freunde und als mein Vater dann vor 10 Jahren gestorben ist... Hat Papa für Ralf den Ersatzvater gemacht. Mein Vater hat ihn komplett vertraut, ihn richtig in die Familie mit eingenommen. Und als er dann erfahren hat, dass er Krebs hatte, hat er ein Testament gemacht. Ja, der Vater meiner Mandantin hat Ihnen ja sogar noch einen kleinen Obolus bezahlt im Testament. Er hat Ihnen ja was vermacht. Aber in erster Linie waren Sie ja der Testamentsvollstrecker des Gesamtvermögens meiner Mandantin, bis sie 18 war. Mich würde echt mal interessieren, wie Sie sämtliche Kontrollinstanzen und Behörden umgehen konnten und das ganze Geld verprassen konnten. Du hast innerhalb von wenigen Monaten alles auf den Kopf gehauen. Alles, was ich hatte, das ganze Geld. Du hast selbst die Uhr meiner Mama verkauft. Die war nicht mal viel wert. Nur ein Erinnerungsstück an meine Mutter. Selbst den Siegelring vom Papa hast du einfach so verscherbelt. Dabei hätte ich den heute so gern getragen. Also, dann wäre er heute bei mir gewesen. Auch wenn es hier ja an sich nicht um die Veruntreuung dieses Geldes geht, in diesem Verfahren hier, das muss ich Ihnen auch mal sagen. Sie hätten eine Vertrauensperson sein sollen für die Angeklagte, ja? Das war der Wille Ihres Vaters. Ja. Und was machen Sie? Sie nutzen dieses Vertrauen schamlos aus und hintergehen Sie und verprassen in kürzester Zeit das ganze Vermögen. Und das in Ihrer Position als Erzieher, das macht mich wirklich sprachlos. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie das gekommen ist. Ich wollte das ja auch nicht und mir ist das auch alles schrecklich peinlich. Na, dafür ist es jetzt zu spät. Hätte dir früher einfallen können. Ja, aber trotzdem ist das kein Grund. Ich weiß, dass du mich hast, aber du brauchst mich trotzdem nicht so zu verstümmeln und zu quälen. Aber am Tattag ist die Angeklagte dann bei Ihnen zu Hause vorbeigekommen und wollte Sie besuchen. Und da ist sie dann noch auf ihre Lebensgefährtin Birte Zestmann gestoßen. Und hat bei der Gelegenheit festgestellt, dass bei Ihnen zu Hause offensichtlich nichts Wertvolles mehr zu holen ist. Und daraufhin sind Sie doch voller Rage zum Heim gefahren und haben die Tat begangen. Nein, bin ich nicht. Nun hat man aber im Hundezwinger Ihre Haarspange gefunden. Ja, also, dann war es ja doch Annika. Weil sie würde niemals an den Hundezwinger rangehen. Die traut sich noch nicht mal im Umkreis von 10 Metern an den Hundezwinger ran. Moment mal, nicht so schnell. Diese Haarspange hätte ja jeder in diesen Hundezwinger reinlegen können, um den Verdacht von sich auf meine Mandantin zu lenken. Eben. Entweder es war deine geldgeile Ex, die stinksauer war, weil du in echt null Kohle hast.
Oder es war Line. Und die hat auch mal eine Haarspange aus meinem Zimmer gezockt und sie bei den Hunden hingelegt. Birte war das ganz bestimmt nicht. Ich weiß zwar, dass sie stinksauer auf mich gewesen war, wegen der ganzen Sache, was ich gemacht habe und wegen dem Vorfall, aber... Ja, genau. Nicht mal bei Gericht können sie ehrlich sein. Die war nicht nur sauer, sondern die hat sie verlassen. Und zwar nicht, weil sie ein kleiner Krimineller sind, nein, weil sie sogar ihre Freundin belogen haben. Sie hat nämlich gar kein Geld. Stinksauer war die auf sie und hat sie verlassen. Ja, das ist mir auch klar und das weiß ich auch, dass sie stinksauer war. Aber was hätte sie denn davon gehabt? Genugtuung vielleicht? Birte hat damit gar nichts zu tun. Die hat das nicht gemacht, der traue ich das auch nicht zu. Und genauso Line traue ich das nicht zu, die hat damit auch nichts zu tun. Die Einzige, die dafür in Frage kommt, ist Annika. Gab es denn zwischen Ihnen und Line Mester Probleme? Ja, die gab es. Und welche? Ralf wollte Line mal wieder eine Pflegefamilie verbauen. Und dafür hat sich die Kleine gerecht. Line ist schon seit Jahren bei uns im Heim. Und sie ist sehr erpicht darauf, in eine Pflegefamilie zu kommen. Und wenn wir potenziellen Kandidaten dazu haben, muss ich die natürlich darüber aufklären, dass Line sehr unzuverlässig ist und auch ziemlich oft im Heim stiehlt und so. Und das habe ich natürlich der Pflegemutter, die jetzt in Frage gekommen ist, auch gesagt und sie darüber in Kenntnis gesetzt. Und diese Line möchte ich jetzt vernehmen. Noch Fragen? Keine Fragen, danke. Dann nehmen Sie den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Line Meester, bitte, nachdem Line 13 Jahre alt ist, alle Fragen bitte nur über mich zu. Ja, selbstverständlich. Hallo, Line. Nimm doch mal bitte hier vorne Platz. Ganz wichtig, du sollst jetzt als Zeugin aussagen, dass du da die Wahrheit sagst. Klar, ja. Oder? Du heißt Line Meester, bist 13 Jahre alt, du wohnst in Straubing, bist Schülerin, natürlich nicht verheiratet, verwandt, verschwägt mit der Annika bist du auch nicht. Du weißt, dass es heute darum geht, ob Annika, deine Heimmitbewohnerin, euren Betreuer Ralf Will überfallen hat und ihm da Buchstaben auf die Stirn geritzt hat. Hast du an dem Tattag, das war der 7. Dezember, die Annika gesehen? Ja. Wann und wo war das genau? Das war so gegen 5 bei uns im Heim. Die ist wie ein Irre in die Küche gerannt und hat eine Schublade aufgerissen. Ich war gerade da, weil ich mir einen Saft holen wollte. Und was wollte die Annika in der Küche? Wie gesagt, die hat wie eine Blöde die Schublade aufgerissen und hat ein Messer rausgenommen. Nee, ist klar, Mädchen, du übertreibst mal wieder vollkommen. Ich bin ganz normal in die Küche rein, hab mir ganz normal ein Obstmesser mitgenommen für eine Apfelsine. Für eine Apfelsine? Wolltest du da Arsch ranritzen und hast dann doch lieber Ralf genommen, oder was? Ey, Mädchen, laber nicht so einen Müll. Ganz ehrlich, ich weiß genau, dass du mir den Kack heute hier in die Schuhe schieben willst. Du warst doch selber stinkwütend auf Ralf. Und du hast mich von Anfang an gehasst. Und wieso? Line war von Anfang an stinkeifersüchtig auf mich. Ich war eigentlich gerade ganz neu im Heim und habe nicht besonders viel mitgekommen, weil ich nur am Heulen war wegen meinem Papa. Und Line hatte damals schon nichts Besseres zu tun, als über meine Markenklamotten und meine Handtasche herzuziehen und die anderen Kinder gegen mich aufzuhetzen. So aufgetackelt und affektiert, wie du da aufgetaucht bist, musst du dich ja auch nicht wundern. Du hast ausgesehen wie so eine dumme kleine Barbie-Göre. Du und die anderen Heimkinder, ihr wart doch nur neidisch, weil ich mir all die schönen Sachen leisten konnte, von denen ihr nur träumen konntet. Das kannst du jetzt nun auch nicht mehr, worauf deine ganze Kohle verprasst hat. Ich kann fast schon verstehen, dass du sie mal ins Heim zahlen wolltest. Annika, es reicht jetzt mal wirklich, bitte. Also, werden wir schon wieder wütend, ja? Nimm mal Platz und verhalten Sie jetzt endlich mal angemessen. Ich glaube, Sie haben das noch nicht so richtig überrissen, was das heißt, hier vor Gericht zu stehen. Und was das vor allem auch bedeuten kann, welchen Eindruck Sie hier hinterlassen. Ich lasse mir das von Line aber nicht in die Schuhe schieben. Sie hat Ralf genauso gehasst wie ich. Stimmt das denn? Ja, aber ich habe ihm das nicht in die Stirn geritzt. Hast du wohl? Hab ich nicht. Wieso bist du denn wütend auf den Ralf Will? Weil er die Simone gegen mich aufhetzen wollte. Ach, das ist doch Unsinn. Ist das gar nicht. Da gab es eigentlich eine Chance, dass ich zu Simone die für mir kann. Und dann hast du sie mir natürlich sofort wieder kaputt gemacht. Und diese Simone hat also überlegt, dich aufzunehmen? Ja, die ist voll nett. Ich kenne die aus dem Heim. Die ist wirklich nett. Ich würde so gern zu ihr in die Familie. Und dann hat Ralf dir mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat nämlich Simone erzählt, dass Line eine nichtsnutzige, hässliche, dreckige kleine Diebin wäre und dass sie sich gut überlegen sollte, ob sie sich so einen Balk in die Familie holt. Ach, so habe ich das überhaupt nicht gesagt. Ich habe die Simone lediglich darüber aufgeklärt, dass Line hin und wieder keine Manieren hat und auch klaut. Und das muss ich schließlich der Mutter sagen, die dafür in Frage kommt. Das ist meine Pflicht. Hoffst du immer noch, dass du in eine Pflegefamilie kommst? Kannst du dir doch sowieso sowas von abschmecken. Dich will halt einfach deine Klappe! Ich weiß, wie wichtig dir das mit Simone war. So wichtig, dass du sogar versucht hast, Ralf ins Bett zu zerren, nur damit er noch mal ein gutes Wort bei Simone für dich einlegt. Du hast dich vor allem ausgezogen, Mädchen, wie erbärmlich bist du eigentlich? Als ob irgendjemand freiwillig mit dir ins Bett gehen würde. So weit wollte sie für einen Platz bei Simone gehen. Herr Will, stimmt das? 55 SDP, ich belehre Sie, Sie müssen sich selber nicht belasten. Ja, das stimmt. Wann war das?
paar Tage, bevor ich überfallen worden bin. Aber ich bin darauf nicht eingegangen und ich verstehe ja, dass Line böse auf mich war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das war. Und sie ist zwar schon seit 9 Jahren bei uns im Heim und hat es auch nicht leicht gehabt, aber nachdem sie von ihrer Mutter weggekommen ist, die schwer drogenabhängig war, also ich glaube nicht, dass sie damit was zu tun hat. Da sieht man doch, wie verzweifelt die Line gewesen sein muss. Wer weiß, zu was sie noch alles fähig gewesen ist. Ich wollte unbedingt zu Simone, okay? Aber ich habe ihm das nicht in die Stirn geritzt. Ich will jetzt noch mal zur Tatwaffe zurückkommen. Wie sah denn das Messer aus, das die Annika aus der Küche geholt hat? Das war ungefähr so lang und hatte einen schwarzen Griff. Schau mal, dieses Messer hier, das wurde ein paar Meter neben dem Zwinger im Gebüsch gefunden. Das ist das Messer! Man hat da ein Blut von Ralf Will sichergestellt und eben auch Fingerabdrücke da angeklagt. Das ist das Messer, ich bin sicher. Hat sie irgendwas, als sie das Messer geholt hat, aus der Küche zu dir gesagt? Nee, ich habe sie gefragt, ob sie endlich genug von ihren aufgedonnerten Locken hat oder ob sie sich doch lieber die Pulsadern aufschlitzen will. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, die hat gesagt, ich soll bloß aufpassen, was ich da von mir gebe. Wenn ich nicht aufpasse, habe ich gleich das Messer im Nacken. Also dieser Umgangston untereinander, der wundert mich schon ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht normal bei euch im Heim, oder? Das ist nur zwischen den zwei Mädels. Die haben schon seit Anfang an, als sie zusammengekommen sind, Ärger miteinander. Und jeder Versuch, sie zusammenzuführen, sind kläglich gescheitert. Also ich hoffe wirklich, dass das die Ausnahme ist. Sonst würde es auch ein schlechtes Licht auf die Erzieher werfen. Weil ich bin eigentlich von anderen Heimen schon gewohnt, dass man da so einen Umgangston nicht duldet. Ja, Herr Richter, und wenn Sie sich doch schon so gut mit Heimkindern auskennen, dann sollten Sie vielleicht auch wissen, dass man immer versucht, uns irgendwas anzuhängen. Und das mit Ralfs komischem Geritzer auf der Stirn versucht mir heute auch jemand in die Schuhe zu schieben. So ganz habe ich das aber noch nicht verstanden mit dem Messer. Also Obst können Sie ja damit dann nicht geschnitten haben, weil Obstreste sind an dem Messer nicht gefunden worden. Logischerweise, ja. Ich wollte eine Apfelsine aufschneiden. Hab's mir dann aber anders überlegt und das Messer im öffentlichen Wohnbereich liegen lassen. Ich war nämlich verabredet und spät dran. Mit meinem Freund und da bin ich da noch hin. Und vorher bist du halt noch schnell zu Ralf in den Hundes. Nein, du hast dir dann das Messer... Was gemacht, nachdem du da was zu trinken aus der Küche geholt hast? Naja, ich habe mich aufs Sofa gepflanzt im Wohnzimmer. Und ich bin sicher, da lag kein Messer. Und vor allem glaube ich diese ganze komische Apfelsinen-Geschichte sowieso nicht. Weil ganz ehrlich, sie hatte schon Jacke und Mütze an. Wenn sie noch etwas essen holen würde, das dauert ja ein bisschen. Das heißt, sie hätte es ganz sicher ausgezogen. Kennst du diese Haarspange? Ja, das ist Annikas. Die hatte sie an dem Tag sogar noch dran. Nein, hatte ich nicht. Du bist dir sicher? Ja. Ja? Halluziniert. Also hast du vorhin gerade gesagt, sie hat eine Mütze aufgehabt. Mein Gott, die Mütze ist hier hinten. Das ist so eine komische Trendmütze. Die Haarspange ist hier vorne. Noch weitere Fragen? Keine Fragen, danke. Keine. Dann bleibst du unfeilig. Nimm mal bitte hinten Platz. Tom Gerlach, bitte.